Verdammt! Sag jetzt nicht, ich muss mir jetzt erstmal einen Bogen suchen. Oder hast du zufällig einen Bogen? Versuch den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Das müsste funktionieren. Ein Brandfall durch den Durchschluss. Verdammt. Wo habe ich das letzte Mal Brandpfeile gefunden? Gut, gut. Wie bekomme ich denn jetzt einen Pfeil? Ich habe keinen Bogen dabei. Was kann ich denn jetzt machen, um so einen Pfeil, um so einen Brandpfeil zu finden? Benötigt einen Schlüssel. Geil. Objekte. Wegestreue Pfeile, Spitzhacke, spitzer Stabpfeil. Brandpfeile. Komm schon. Versuch den Beutel durch den Durchbruch ins Getriebe zu werfen. Das müsste funktionieren. Ich hab doch schon. Wieso habe ich keinen Bogen dabei? Feuer, alte. Brandpfeil. Ich glaube, ich habe doch den Zauber. Ich habe doch einen Zauber hier. P. Zauber und zwar Bogen. Ich hätte gerne die Brandpfeile. Ha! Hey!
Hoffen wir, dass das Feuer sich in den Mauern nicht ausbreitet. Jetzt lass uns sehen, was Daigala zu verbergen hatte. Geh vor. Ja. Fokus. Gut, gut. Einmal kurz speichern, bitte. Gut, dass ich da einen mystischen Bogen dabei habe. Sonst wäre das Ganze ziemlich dumm ausgegangen. Sonst hätte ich nämlich einen Bug gehabt. Hey! Lass mich doch da hoch. Geht doch. Yo. Spielzeug? Und was sind diese blauen Flecken überall? Feine Kleidung. Das muss wohl das Zimmer seiner kranken Tochter gewesen sein. Sehen wir uns mal um. Ein Lebkuchenhaus. Ja? Sieh dich um, Sahira. Irgendwo muss ein Hinweis auf die Losung sein. Da, sie flehte. Nein, bitte friss mich nicht. Der Vatür sah ihn spöttisch an. Und wieso nicht, Kleiner? Du bist schwach und ich bin stark. Seine Stimme klang rau wie von Flüsterbaumrinde und... Die Geschichte gefällt dir nicht, oder? Natürlich nicht. Als Mutter sie dir vorgelesen hat, mochtest du sie ja auch nicht. Aber weißt du was, mein Sternchen? Bald ist dir wieder warm. Und dann muss ich dir keine Geschichten mehr vorlesen. Dann kannst du rausgehen und die Welt selbst erkunden. Mit deinen eigenen Füßen. Ich schwöre es dir, Maya. Ich schwöre es. Maya. Ist also das Wort. Das Mädchen war tot, Zaira. Sie war tot. Hier steht es geschrieben. Daigalars Anschaffungen. Und rate mal, was er neben Tierkadavern noch alles eingekauft hat. Dunstblüten, Lavendel und Schattenknospenfett. Und alles davon fässerweise. Was soll das bedeuten? Das sind die Zutaten für den Totenbalsam, mit dem die Kile ihre Verstorbenen bestreichen. Solange der Körper damit eingesalbt wird, setzt der Verwesungsprozess nicht ein. Die Kile benutzen ihn, bevor sie ihre Verstorbenen auf das Meer schicken. Aber Daigala hat in all den Jahren so viel davon herstellen lassen, dass ein gesamtes kileanisches Dorf für mondelang damit versorgt gewesen wäre. Und du hast doch gesagt, er habe seiner Schülerin aufgetragen, Salbe zu holen. Daigalas Tochter war nicht krank, als er sie hierher gebracht hat. Sie war tot. Und er hat sie mit diesem Zeug konserviert wie ein Stück Fleisch. Ja. Ja, das würde es. Er wollte ihren Tod nicht akzeptieren und hat seine Frau deshalb angelogen. Das ist bitter, wirklich bitter. Aber es ergibt nun Sinn. Das ist der wahre Grund für Daigalas Forschungen an diesem Engel. Er wollte seine Tochter damit zurück ins Leben holen, was ihm nicht gelungen ist, wie es scheint. Zumindest haben wir jetzt einen Kandidaten für die Losung. Maya. Willst du hier noch etwas bleiben oder sollen wir wieder hinabsteigen? Ja, gehen komm. Wir. Maya. Gut, Maya. Gut, dann versuchen wir mal unser Glück an den Siegeln. Tu du es. Maya kann ich mir merken. Perfekt. Jetzt dürfte sie sich öffnen lassen. Ja, sie hat sich öffnen gelassen. Ich hätte vorher speichern sollen. Autosaving. Okay. Das ist also sein Sanktum. Und... Ihr Wissen sich hier wohl verbirgt? Viel.
sehr viel Bücher. Oh ja. Aber wir müssen nach oben. Glimmerstaub. Leeres Papier, leeres Papier. Boah. Hier ist jedes... Oh. Überall. Oh shit. Wo? Ich sehe sie nicht. Da. Fokussen. Oh shit. Fokus, Kanada. Fokus. Ah, der ging daneben. Fokus. Groschen. Auch noch ein paar Groschen dabei. Typ hat auch ein paar Groschen dabei. Okay. Fokus, Kalia. Fokus. Schön. Runenpfeile. Ein paar Diener hat er also doch in sein Heiligtum gelassen. Auch wenn ihnen das Schicksal ihrer Vasallen nicht erspart hat. Wir müssen jetzt da irgendwie hoch. Da nach oben müssen wir. Hier haben wir hier diese Enzyklopädie liegen. Mit dem kann ich nichts machen. Wie komme ich denn da hoch? Da die Treppe. Es muss irgendwo... Du sagst mir nichts, super.